Die Pflanzenwelt ist einzigartig und voller Informationen. Informationen, die für uns Gärtner von sehr großer Bedeutung sind, wo wir auch dann die richtigen Entscheidungen im Gemüseanbau treffen können. So kannst du eine Menge Zeit und Energie sparen, indem du in der Lage bist, diese Informationen wahrzunehmen und lesen zu können. Ich wette, du möchtest kein blindes Huhn sein, denn das findet nur manchmal ein Korn. Bringen wir einfach das zum Vorschein, was schon immer da ist, aber wir immer meisterhaft ignoriert haben. Und nach dem Video wirst du vielleicht einige Pflanzen ganz anders wahrnehmen. Heute geht es um Zeiger- und Indikatorpflanzen, die wertvolle Informationen und Eigenschaften über unseren Böden preisgeben. Darunter zum Beispiel, ob er verdichtet ist, ob er sandig, lehmig ist, ob er nährstoffreich oder stickstoffhaltig ist und wie der pH-Wert ausschaut. Welche Informationen sind für uns Gemüseanbauer wichtig, damit wir wissen, in welchem Bereich welche Beschaffenheit vorhanden sind, damit wir da die perfekten Gemüsekulturen für uns anbauen können oder wenn wir etwas vorfinden in der Situation, da dementsprechend Maßnahmen einleiten, um halt die Beschaffenheit zu ändern, damit wir unsere Lieblingskulturen anbauen können. Bei den Zeigerpflanzen handelt es sich um Wildpflanzen und da ist ja dann sehr wichtig, auf ein großes Aufkommen zu achten, entweder von einer Wildpflanze oder von einer Kombination von mehreren Wildpflanzen, die jetzt zu einer speziellen Gruppe gehören. Wir werden jetzt nach und nach eine Liste von Bodenbeschaffenheiten durchgehen und dementsprechend hier die Zeiger- und Indikatorpflanzen zuordnen. Also nährstoffarme Böden, nährstoffreiche Böden, lockere sandige Böden, schwere verdichtete Böden, Böden mit Staunässe, alkalische Böden und saure Böden. Zeigerpflanzen für magere Böden. Magere Böden streben wir bei Wildblumenwiesen an, weil hier das Blütenaufkommen um einiges erhöht ist. Zeigerpflanzen sind unter anderem Gänseblümchen, du liebst mich, du liebst mich nicht, Margariten, Lappkraut, wilde Möhren, kleiner Wiesenkopf und Blutwurz, nicht die Blutwurst. Ja, auf diesen mageren Böden haben die Pflanzen eine bessere Chance auch zu blühen, denn auf fetteren, nährstoffreichen Böden kommen dann andere Pflanzen, die dann mit ihrer Muskelkraft überwuchern werden und die blütenhafte Eleganz überwuchern. Zeigerpflanzen für nährstoffreiche Böden. Einen nährstoffreichen Boden können wir durch viele Sachen verursachen. Einerseits halt, wenn wir hier sehr viel organisches Material einarbeiten oder wenn wir es halt künstlich überdüngen. Denn zum Beispiel eine Zeigerpflanze ist die Brennnessel und es kommt dann auch ab und zu mal vor, wenn man einen Äcker vorbeischaut, dass er dann am Rand Brennnessel vereinzelt wachsen. In meinem Schrebergarten, der halt mehr naturbelassen ist, wachsen auch sehr viele Brennnessel. Da muss man immer ein bisschen aufpassen und ein bisschen dranbleiben mit den Wurzeln, weil sonst überwuchern die und breiten sich ziemlich stark aus. Muss man halt wissen, ob man das gerne möchte. Nichtsdestotrotz bin ich von dem Geschenk der Natur verschont geblieben und zwar den Brombeeren, weil die überwuchern auch ziemlich stark, auch ein Indiz für einen sehr nährstoffreichen Boden. Über den Winter kann man diesen schönen milden, würzigen Bodendecker auch für seinen Salat ernten und zwar die Vogelmiere, Knoblauchsrauke, kommt dann im März und April, habe ich bei mir auch zum Beispiel im Schrebergarten. Der Name ist hier Programm, geht hier vom Geschmack her Richtung Knoblauch. Löwenzahn, der Liebling von sehr vielen Gärtnern, Wiesenampfer und Steinklee. Zeigerpflanzen für stickstoffhaltige Böden. Hier gibt es einige Überschneidungen auch zur letzten Liste. Stickstoff ist ein wesentlicher Bestandteil für das Pflanzenwachstum. Und dann haben wir auch hier wieder Pflanzen, die stark überwuchern und auch zum Teil invasiv sein können. Darunter auch die Brennnessel oder auch ein sehr großer Liebling von vielen, wenn sie den im Garten haben. Giersch kann eine Liebe in beide Richtungen sein. Manche mögen den sehr gerne, tun sie gerne in den Salat rein. Andere mögen den Giersch nicht so sehr, weil er sich halt so stark ausbreitet. Auch die Vogelmiere ist hier wieder mit dabei und die Melde, die man auch schön in einem Salat nutzen könnte. Die Schafgarbe, die besonders für Frauen sehr interessant sein kann. Und eine andere Ampferart, den sumpfblättrigen Ampfer. Diesen Ampfer finden wir auch in der nächsten Liste. So, Zeigerpflanzen für kalkhaltige Böden. Solche Böden weisen einen alkalischen pH-Wert auf, also einen von über 7. Auf solchen Böden finden wir unter anderem Klatschmohn, Ringelblumen, genauso wie einen sehr engen und loyalen Freund im Garten, die Ackerwinde. Sie lässt dich niemals im Stich. Kriechendes Fingerkraut, Wiesensalbei und Wiesenstorchschnabel. Interessanter Name. Was ist das Gegenteil
eines alkalischen Boden. Wer möchte von euch? Nee, Daniel, ich weiß, dass du das weißt. Du bist auch heute sehr fleißig, aber gib doch mal den anderen die Chance. Wie wär's mit dir, Kevin? Zeigerpflanzen für sauren Boden. Jetzt im kommenden Frühjahr wird es wieder einige Menschen beschäftigen, das Vertikulieren, um halt den schönen Rasen vom bösen Moos zu befreien. Dieser wächst sehr gerne auf sauren Böden, aber auch auf verdichteten Stellen. Stellen, die sehr feucht sind, zum Beispiel auch im Schatten und sehr viel Wasser auffangen. Oder auch Böden mit einem Nährstoffmangel. Wenn du hier deinen Rasen besser schützen möchtest, sorg dafür, dass der Boden mehr in eine alkalische Richtung geht. Da hat der Rasen eine bessere Chance gegenüber des Moos und kann sich auch hier besser durchsetzen. Weitere Pflanzen in dieser Liste sind zum Beispiel Sauerklee. Der Name ist anscheinend hier wieder Programm. Deutsch immer wieder sehr genau. Und der Ehrenpreis für eine saure Pflanze geht an das Gänseblümchen. Wahrscheinlich dafür, dass ich bei sie liebt mich nicht immer falsch liege und mich deshalb aufrege. Und die Ackerminze darf hier auch nicht vergessen werden, die auch wieder in der nächsten Liste vorkommt, und zwar bei den Zeigerpflanzen für nasse Böden. Hier solltest du vielleicht besonders gut aufpassen, weil Staunässe ziemlich gefährlich für uns Gärtner ist, weil es meistens dann ein Zeichen ist, dass dann die Pflanzen nicht so gut wachsen oder beziehungsweise dann abfaulen werden. Viele Pflanzen kommen halt mit Staunässe nicht so gut klar. Außer du stehst auf Sümpfe und wolltest schon immer mal in einen versinken. Könnte bestimmt ein super Abenteuer sein. Fußball als harter und schmutziger Männersport. Bei dieser Gruppe von Ballenthusiasten aus St. Petersburg bekommt eine solche Einordnung eine zusätzliche Bedeutung. Auf solchen Böden finden wir zum Beispiel Ackerschachtelhalm, Gänsefingerkraut. Hey Mädel, du bist süß. Bitte nicht canceln. And it's gone. Wiesenknöterich und das Wiesenschaumkraut. Dann schauen wir uns gleich die andere Seite an. Pflanzen, die nicht so gerne auf nasse Füße stehen. Zeigerpflanzen für trockene Böden. Auf dieser Liste finden wir das Ackerholzzahn, die Färberkamille, hört sich nach einer Firma an, das Leimkraut, Mauerpfefferarten, Natternkopf, Quendeln, Storchschnabel, richtig geiler Name. Ich hätte gern einmal einen Storchschnabel zum Geburtstag, bitte. Wiesensalbei, Wolfsmilch und Wundklee. Wenn wir gerade bei trockenen Böden sind, darunter fallen ja auch die sandigen Böden. Denn wenn wir zum Beispiel einen stark verdichteten Boden haben, der mehr zur Staunässe tendiert, dann mischt man halt sehr gerne Sand dazu, damit es halt etwas lockerer wird. Und in so einem sandigen Boden wird halt das Wasser ziemlich schnell abfließen. Sehr locker und fein, wo sich auch einige Pflanzen drauf spezialisiert haben. Wie die Königskerze, die ich sehr gerne mag, weil es ein wunderbares Prachtexemplar für die Bienen ist. Klatschen wir auch wieder hier für den Mohn. Vogelmiere auch hier wieder mit dabei und die Wolfsmilch gleich hier mitgebracht. Also manchmal frage ich mich, wie man auf solche Namen überhaupt gekommen ist. Würde mich sehr gerne interessieren. Und für dich eine neue Kleeart, der Haselklee. So, Gerlinde, was ist das Gegenteil eines sandigen und lockeren Bodens? Komm schon, hab Vertrauen in dich und deine Suchmaschinen-Eintippfähigkeiten. Zeigerpflanzen für schwere, verdichtete Böden. In dieser Liste finden sich sehr viele Pflanzen mit fetten Pfahlwurzeln. Diese ermöglichen dann, einen solchen verdichteten Boden aufzubrechen und dann hier Pionierarbeit für andere Pflanzen leisten zu können. Ein klassisches Beispiel ist hier der Löwenzahn, der sich ja sehr gerne in sehr vielen Gärten ausbreitet, zum Beispiel bei mir, bei meinen Nachbarn, und ich weiß, dass wir hier sehr stark verdichtete Böden haben. Aber neben dem Löwenzahn, der vielseitig eingesetzt werden kann, haben wir auch Beinwell, eine wunderbare Permakulturpflanze, zu der ich schon ein Video gemacht habe, werde ich dir hier oben verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Ackerkratzdisteln, Ackerschachtelhalm und der kriechende Hasenfuß. Und die Wegerich-Arten gehören auch zu dieser Liste, woran du erkennen kannst, ob du einen verdichteten Boden hast. Was kannst du jetzt genau mit diesen Informationen machen? Einerseits weißt du jetzt, welche Standortpräferenzen die gerade genannten Pflanzen haben, wenn du diese zum Beispiel gezielt kultivieren möchtest. Und auf der anderen Seite weißt du jetzt durch diese Pflanzen, welche Boden beschaffen halt du in speziellen Abschnitten in deinem Garten, Acker oder Permakulturprojekt du hast und kannst halt hier dementsprechende Maßnahmen einleiten, um halt hier deine Lieblingskulturen zum Beispiel anbauen zu können. Zum Beispiel, wenn du einen zu stark sauren Boden hast, dann kannst du vielleicht viel ein bisschen Asche mit einarbeiten, um den pH-Wert
zum Beispiel zu erhöhen. Oder wenn du einen verdichteten Boden hast, dann guckst du, dass du ihn halt irgendwie aufbrichst, vielleicht ein bisschen mit der Grabgabel auflockerst, erstmal vielleicht die Grasnarbe wegbekommen und umgraben und hier vielleicht mit Sand mit einarbeiten, Kompost, Pflanzenkohle zum Beispiel oder bei einem sandigen Boden, dass du halt hier auch Kompost und Pflanzenkohle mit einarbeitest, dass das Wasser sich besser haltet und hier die Nährstoffe besser gebunden werden in solch einem Boden. Mit diesen Informationen kannst du gezielt arbeiten, vor allem wenn du jetzt gerade dabei bist, einen komplett neuen Gemüsegarten für dich anzulegen. So musst du jetzt nicht so wie in einem Casino Roulette spielen und gucken, ob du Glück hast oder nicht, sondern kannst dir gezielt Maßnahmen ergreifen. Die Natur gibt uns so unfassbar viel Information. Wir müssen nur achtsam und wachsam sein, diese Informationen sehen, lesen und auch dann umsetzen können in einer bestimmten Art und Weise bzw. in Wissen umwandeln. Oder plump ausgedrückt, einfach mal Augen aufmachen und wahrnehmen und erkennen. Nimmst du zum Beispiel diese beiden Videos hier wahr? Super, die kannst du dir gerne anschauen. Das sind spannende Videos zum Thema Permakultur, vielleicht auch Gesundheit, keine Ahnung, was hier eingeblendet wird. Kannst du dir gerne anschauen. Damit unterstütze ein tieferes Wissen und Verständnis für dich zur Permakultur und diesen Kanal.